Das Denkwerk 821 ist ja quasi noch warm, muss man sagen, hat für viele Zuschauer gesorgt und für viele Kommentare, sowohl aus klarem als auch manchmal aus eher verwirrtem Geist. Das kommt dann immer ganz drauf an. Aber um das nachzuarbeiten, sitzen wir erneut hier, diesmal zu zweit vor der Kamera. Herzlich willkommen, Hans-Joachim Müller. Guten Tag, freut mich sehr. Wir haben gesprochen über die drei Zukunftsoptionen Deutschlands. Wenn es also darum geht, wohin dieses Land geführt werden will durch bestimmte Kräfte. Wir hatten, also du hattest ausgeführt einmal die sogenannten VSA, wie es in Fachkreisen ja heißt. Das war der Variante A, die B war die... Habe ich A gesagt? E, ne? Also falscher Stand von Europa. Englisch. Ja. Oh. Gut. E. Es landet im Great Reset, weil das ist ja das Ziel der ganzen Kokolores-Geschichte. Schwab for European King. Ja. Genau. Ja, ich denke, Merkel wird dann... Kinging. Innen. Sein, ja. Das aber beim zweiten... Bei der zweiten Variante ist das das Gleiche, weil die Hintergrundkräfte hinter der Neugründung der deutschen Länder werden auch im Great Reset landen, weil ja das die heutige hintere Elite ist, also der tiefe Staat. Da gehört die Kirche eben dazu. Die möchte keinesfalls als ihrem Konkordat. Ein Konkordat bedeutet... Habe ich aber alles schon erzählt, ja. Ja. Dass wir Eigentum, dass der gesamte Staat, das gesamte Territorium und die Menschen Eigentum Roms sind. Nur in den öffentlichen Nachrichten wurde es uns das letzte Mal verkauft als Vertrag zur beiderseitigen freundlichen Zusammenarbeit. So wie mit der Sowjetunion. Ja, sowas. Das, ne? Also keine Gefahr, die Kirche, die möchte halt nur ein bisschen... Und die haben ja Angst, dass manche zu Protestanten dann gehen, weil die Katholiken zu viel Unsinn. Es ist alles eins. Das haben wir doch aber schön rübergebracht. Alle Religionen sind eins und alle Konfessionen in der sogenannten christlichen Welt sind eins und haben nichts mit dem Christus, mit der christlichen Welt zu tun. Sind Katholiken, die jetzt in diesen Zeiten draußen auf der Straße ein Schild durch die Gegend tragen, dann Protestanten? Es sind Katholiken, weil solange sie zum Papst gehören, unterstützen sie den Vatikan, also die Macht, die böse Macht. Und damit sind sie ihre eigenen Gegner. Sollte ja noch eine Denksportaufgabe sein. Also, und dann haben wir Kirche, den dritten Weg. Ich habe einen guten Kommentar gelesen, er vermutete, dass es... Moment, der dritte Weg. Wir waren jetzt bei Schwab. Schwab war zweimal, also die... Aufgehen im EU-Staat. EU ist Schwab und auch der Zentralstaat Germany. Den Begriff Zentralstaat müssen wir dann aber schon mal in den Mund nehmen, damit den Menschen bewusst wird, A, was wir jetzt ohnehin schon haben und B, was geplant ist mit dem Hintergrund, dass das die einfachste Form ist, ein gesamtes Land unter einer Faust zu haben. Das heißt, wenn Fremdkontrolle dann stattfinden soll, und das ist ja jetzt schon so und soll es ja dann auch wieder werden bei bestimmten Kräften, die hätten das gerne, dass du quasi nur eine Position einkassieren musst, die du von außen steuerst. Das ist ja übersichtlich und eigentlich auch sehr, also finanziell auch machbar. Ja, ja super. Und funktioniert, sehen wir jeden Tag. 100 Millionen, da hast du alle in der Tasche, wie heute, ja. Guckt ja doch den Bundestag an. Da sind 709 Leute drin. 700 ist das Deutschland. Darf ich das sagen? Scheißegal. Naja, wir lassen das mal so gelten. Ich muss da ein bisschen einhaken, denn wir kommen zu Punkt 3 noch. Es gibt die ersten Leute, höre ich schon wieder, sehe ich schon wieder schreiben, ich sollte dem Haar nicht immer ins Wort fallen. Ja? Das zweite war, jemand hatte geschrieben, Denkwerk ist wertvoll und toll, aber wenn der Kasper wieder daneben sitzt, dann teile ich das nicht mehr. Na, soll er ausschreiben. Und ich habe schon geantwortet. Ja? Und der entscheidende Punkt ist, dass wir natürlich das Ganze so transportieren müssen, dass bei den Leuten die wichtigsten Nachrichten auch tatsächlich ankommen. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Zentralstaat. Solange Berlin so klein kontrolliert werden kann in so einer kleinen Einheit und über das gesamte Wirtschaftsgebiet strahlen kann,
haben wir null Chancen, irgendetwas zu verändern. Ja, jetzt weiß ich auch, was ich dazu sagen wollte. Jemand hatte gefragt, du hattest ja vom Bund erzählt und jemand hat nachgefragt und jemand hat eine Lehrbuchanleitung reingeschrieben zum Thema, was in der BRD Bund und Gesamtstaat und Gliedstaaten bedeutet. Ja, das sieht per Definition sieht das toll aus, aber diese sogenannten Gliedstaaten, die ja per Definition an den Gesamtstaat ja Rechte abtreten, um quasi untergeordnete Gliedstaaten des Gesamtkonstruktes sein zu können, das haben wir ja als Menschen, die schon mehrere Staaten erlebt haben, tatsächlich erlebt, diesen Übergang, wo ich sage, also dieses Sachsen, was wir jetzt haben, als Gliedstaat dieses Gesamtstaates, hat jetzt welche Rechte nochmal abgegeben, die es vorher tatsächlich selbstständig hatte? Okay. So, also ist die Frage, was sind diese Lehrbuchdefinitionen des Systems wert, wenn es nur so aussieht, als ob und es allein im realen gelebten Leben schon mal so nicht ist. So, aber es ist ja alles nur angemalt. Es wurde 1989 einfach alles in das Berliner Ensemble eingegliedert. Und jetzt spielen sie gemeinsam Theater. Sie führen eine Demokratie vor mit dem Parlament als Waschlappen. Allerdings mit mindestens ein Dutzend richtig bösartigen Führungs. Nein, die sind nett. Richtig bösartig. Wenn du die mal auf den Marktplatz stellst, dann klatschen die Leute. Wenn sie überhaupt sichtbar sind, sind dann nicht einige. Ja. Du hast ja heute, wir senden ja morgen, gestern, den 1. Mai. Und da siehst du wieder eine Eigenart. In unseren Nachrichten wird gebracht, Putin macht RT zu einem deutschen Fernsehsender. An dem RT ist nichts deutsch. Er ist genauso gegen Deutsch wie Merkel. Sie bringen heute aus Berlin, oder gestern aus Berlin, Demonstration von Gewerkschaft unter Antifa, ja, ganz wichtig alles. Dort drin demonstrieren immer noch tausende Menschen, nicht 100.000, vielleicht 2.000, 3.000, für die BRD, für Corona. Und sie wissen heute immer noch nicht, dass dieser gesamte Apparat, diese Leute genau, die da demonstrieren, nicht benötigt. Sie sind überflüssig. Wichtig sind nur noch ein paar Arbeiter und in den Firmen die mittleren Ebenen. Alles andere kann jederzeit abgeschaltet werden und das ist ja auch der Sinn der Corona-Geschichte. Wenn Sie das alles nicht begreifen, dann tun mir die Leute leid. Aber nicht leid tut mir das RT. Es sendet das als wichtige Nachricht. Und das ist kein kritischer Sender. Das ist also ein richtiger Merkel-Sender. Da haben wir bei Epoch Times, der Chinesenwaffe, schon wesentlich bessere. Ja, das staunen wir durchaus. Um den Faden aber nicht zu verlieren, wir werden also auch heute noch, das steht ja auf dem Zettel, das werden wir also ganz bestimmt abarbeiten, über die damaligen Vorgänge der Veränderung 89, wie das gelaufen ist, ein bisschen sprechen, denn wir erwarten ja doch in recht zeitnahem Raum, ja, wenn man so ein bisschen nach vorne blickt, ja durchaus entsprechende, sagen wir, veränderungswürdige Umstände. Da habe ich ja auch Plan A. Ja, machen wir noch. Erstmal Punkt 3. Ja, wir waren bei 1, 2. Der dritte Teil wird der schwierigste Teil für die Bevölkerung in den deutschen Ländern sein, weil sie etwas tun müssen, was vier Generationen nicht gemacht haben, für sich selbst Verantwortung übernehmen. Das halte ich für ein wichtiges Klassenziel. Ob sie das schaffen, das weiß ich nicht. Aber es ist nicht die Gesamtbevölkerung notwendig, weil 80% können sowieso machen, was sie wollen. Sie spielen keine Rolle. Es sind nur die Leute wichtig, die das System halten wollen und die das System kippen wollen. Und beide Gruppen haben wir haben sie gestern erklärt. Also das Wichtige beim dritten Punkt ist, du musst selber für dich und deine Familie
denken. Und ganz besonders musst du bei so einer wichtigen Funktion wie Bürgermeister eben denken, was tut der für die Gemeinde? Was tut der für mich? Gibt es noch arme Leute auf der Straße, Obdachlose? Das alles ist ja im zweiten Deutschland damals verboten gewesen, Obdachlosigkeit und Hunger. Es gab Essen und es gab Obdach. Heute interessiert es überhaupt niemand von Berlin. Sie steigen da drüber weg. Ist nicht so schlimm. Ja. Gut, also die drei Varianten lassen wir mal stehen. Die dritte müssen wir aber trotzdem noch mal kurz ausführen. Es geht darum, dass auf der untersten Ebene, nämlich innerhalb der Gemeinden, ja, eine ganze Reihe an der Zahl, die Menschen dort vor Ort ihr Leben selbst gestalten sollen, Verantwortung für ihr Leben vor Ort und für die gemeinschaftliche Gestaltung übernehmen sollen und damit eben in der Gesamtheit betrachtet eine Fremdsteuerung extrem schwierig ist, weil ja dann eben all diese einzelnen Gemeinden in irgendeiner Form unter Kontrolle gebracht werden müssen. Das hatten wir hier prima im Griff bei dem, was man hier so als demokratische Grundordnung sich betrachtet. Viele, die am Thema dran sind, wissen, dass dort, wo der eine oder andere als Bürgermeister unter diesem System oder als angehender Bürgermeister sich tatsächlich gekümmert haben, dass es dann doch erhebliche Probleme im weiteren Karrierefortlauf gegeben hat. Das siehst du doch jetzt überall. Wenn einer nicht mitspielt, als Richter, Hausdurchsuchung. Es fehlt nur noch, dass mal ein Verfassungsrichter eine andere Meinung hat. Wie sie das dann machen, dass da rauskommt. Das kann nicht passieren, weil die haben den obersten Verfassungsrichter, der ist ja politisch... Ja, es ist nur die ausgeschiedene Garde, die den Mund aufmacht. Aber die sind auch im Pensionszwang. Ja? Wenn sie zu viel sagen, gibt es kein Moos mehr. Also das System ist perfekt. Wer das ändern will, der braucht schon gehörige Keule. Gut, aber wir sehen, dass die Bevölkerung sich darüber Gedanken macht, das kann so nicht weitergehen und die Lösung eben nicht darin liegt, ja, in Berlin ein paar Nasen auszutauschen, die Stühle stehen unter Kontrolle und das Wirkprinzip dieser Fremdsteuerung, was wir nun eigentlich über ein Jahr erklärt haben, das sollte nun begriffen worden sein oder zumindest sollte das Material vorhanden sein, um sich das anzuschauen, um erfassen zu können, das ist die Option für die Kräfte, die jetzt so emsig am Wirken sind, für uns die Welt umzustellen zu unseren Gunsten. Dafür ist das die beste Voraussetzung, die wir haben, so wie es jetzt strukturell funktioniert. Und diese auf Gemeindenebenen mit dieser Subsidiarität und der Souveränität zu agieren, das entscheiden die Menschen vor Ort für sich selber, wie sie leben wollen und haben dann auch die Freiheiten, das zu tun. Haben wir gestern darüber gesprochen. Gut. Reden wir mal heute über die Varianten der Veränderung. Ja. Also die A-Variante bleibt immer noch bestehen, dass die Änderung von außen kommt. Es ist wichtig zu beachten dabei, was macht Putin. Das haben wir schon erklärt. Und neuerdings wird wieder Amerika wichtig. Wir haben dort eine Rede von Mike Pence und er sagt, also das, was da, wie heißt der, Biden gemacht hat die letzten 100 Jahre, geht auf keine Kuh aus, es ist genug. Sagte Pence? Ja, das erste war nicht original übersetzt, aber es ist genug, das habe ich verstanden. Also die Änderung ist im Gange in Amerika. Wir haben den Flynn, der jetzt Relais macht, wie verrückt. Tausende von Zuschauern. Und er redet über den Tiefstaat, wie Staat funktioniert. Und er möchte für seine Bevölkerung die persönliche Freiheit erhalten. Erhalten. Sie haben nicht viel Freiheit, aber es sieht so aus. Also die Amerikaner fangen an, dasselbe zu machen wie Bismarck. Gut,
Die Wahl in Arizona ist noch wichtig. Sie haben jetzt die Hälfte ausgezählt. Die Nachzählung meinst du, die Überprüfung der Wahlzettel? Ja, ja. Wie das weitergeht, werden wir nächste Woche wissen. Das ist in Verbindung zu sehen mit den Franzosen. Dort haben ausgeschiedene, pensionierte Generäle und Offiziere und Soldaten einen Brief geschrieben. Und Macron betrachtet das als Aufruf zum Putsch. Ja, Beschmutzung der Armee, habe ich gelesen. Ja, ja, und da wird jetzt der, wie heißt das, Militärgericht, nichts davon wird kommen. Die Mehrheit der Bevölkerung steht hinter diesem Brief. Das ist alles wichtig, weil es deutet auf die Lösung hin. Das Amerika ist ja offensichtlich, dass dort derzeit weder Trump noch Biden die Macht haben. Es ist irgendjemand im Hintergrund, eine starke Macht. Ja, ich denke mir, es ist das Militär. Biden hat Stärke gezeigt, indem er seiner Frau ein Gänseblümchen gepflückt hat vor den Kameras. Ja, heute schreiben die DDR-Zeitung, dass die Bidens den Lichtschalter nicht finden im Weißen Haus. Das hat sich hier bei uns bald erledigt, weil uns ja nun erzählt worden ist, dass quasi Strom nach Angebot bezogen werden soll. Das heißt, wenn er dann gerade mal da ist, dann kann man nutzen. Ja, das ist doch gut. Das ist unsere Zukunft, passt auch zu diesen Windrädern. Ja, es ist ja auch nicht immer Wind. Und mit Prozentrechnung und Kobolden und was wir sonst alles noch haben von den Grünen, ist das halt das, ich sage mal so, wie gewählt, so geliefert. Digitales Land, ja, du gibst mit dem Computer ein Beep-Zeichen. Jetzt darfst du den Kühlschrank anschalten und jetzt darfst du mal heizen, wegen CO2. Das muss ja alles ordentlich organisiert sein. Das, die Welt wird wunderbar, wir werden glücklich sein. Ich möchte aber mal tiefer denken, wir werden dann glücklich sein, aber da brauchen sie dann am Himmel nicht mehr das Barium und Aluminium. Das ist dann müssen sie Kokain runtergeben. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum nicht unsere befreundete Amadeo Antonio Stiftung zu all diesen Themen nichts sagt. Ja? Weil es gab doch Zeiten, da war man sich, also gab es ja von mehreren Seiten viel Gelächter, dass diese Verschwörungsdeppen solchen Blödsinn erzählen, dass da oben irgendetwas stattfindet. Das macht man jetzt nicht mehr so. Aber heute ist es Technologie. Ja, heute ist es, ja, das nennt sich Schutz. Geoengineering, gibt es Firmen, die das machen? Ja, die sind verdammte Dreckingenieure. Ja, aber es ist halt, man lacht halt nicht mehr so laut drüber, beziehungsweise sagt sich insgeheim, irgendwas stimmt ja da nicht. Aber so wie es die VerschwörungstheoretikerInnen gemeint haben, so kann es ja nicht gewesen sein. Gut, Militär ist Nummer eins, weil es am einfachsten geht. Ja. Bei uns hat sich, glaube ich, noch kein Militär gemeldet. Ist aber alles nicht sehr wichtig. Wir haben auch eine Variante B, denn die hat schon lange begonnen. Überall, in allen Ländern, sind schon die Menschen auf der Straße und bemühen sich, gründen Organisationen, arbeiten zusammen, machen Netzwerke. Bei uns ist ja das Gleiche, wir fangen auch an, uns untereinander zu organisieren. Und das alles ist ein Zeichen, dass es unabhängig von der politischen Geschichte Kokolores und was die Merkel will und was die anderen alle wollen, zu einem Kulminationspunkt kommen wird, der da noch unterstützend wirkt. Wenn wir in die Zeitung gucken, melden die offiziell in einem Monat eine Preiserhöhung von 2%, Inflation von 2%. Natürlich Schwindel. Ja. Die Lebensmittel steigen 5-10% im Monat. Und das wird dazu führen, dass das Geld nicht mehr reicht. Und wenn Geld zu knapp ist, dass man nicht mehr essen kann, dann werden die Leute munter. Bis dahin sitzen sie wahrscheinlich auf der Couch. Aber nicht alle, es gibt genug Widerstand. In Sachsen ist der Widerstand mir sehr genehm, weil er überall ist und nicht unbedingt eine
Leitzentrale da ist. So, das ist ähnlich wie 89. Also jeder macht seinen Widerstand. Und wir haben auch den Widerstand, der organisiert wird, zentral organisiert wird. Der Querdenken und sowas ist da wichtig. Die werden auch eine Rolle spielen in der Veränderung. Derzeit spielen sie keinerlei Rolle in der Zeit danach. Weil es ist erstaunlich, wie gleichförmig 89 und heute über die Bühne geht. Die Querdenker sind das Gleiche wie das neue Forum 89. Ja, da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt angekommen. Denn was wir jetzt besprechen, deswegen setze ich da auch mal einen Anker rein, dass das wirklich wahrgenommen wird, ist, wie damals diese Nummer gelaufen ist, dass aus dem Willen der DDR-Bevölkerung, dass es da Antriebsmomente von außen gab, dass das eingeleitet wurde und so weiter und so fort, die Beobachtung der Geheimdienste, und es ist alles klar. Aber am Ende waren es ja doch Menschen, insbesondere aus der Region, die sich dann zu politischem Wirken bereit erklärt haben. Und dann haben Mechanismen, Vorgänge eingesetzt, die es wichtig sind, heute zu betrachten, weil dadurch sichtbar wird, wie also so ein System das alles für sich einkassiert, damit man weitermachen kann, beziehungsweise das machen kann, was ohnehin geplant war. Und das sollten wir gezielt mal auseinandernehmen, damit uns das, soll ich das so sagen, nicht nochmal passiert? Ja. Die kleinen Organisationen, die haben dann ihren Weg gefunden und sind in die politische Macht gegangen, natürlich innerhalb des Okkupationssystems. Ist das eine Illusion, als Bürgermeister oder Stadtrat Macht zu bekommen? Und sie haben alle ihren Weg gefunden. Damals gab es noch gutes Geld verdienen und leichteren Einstieg. Das hat alles geklappt für die kleinen Strukturen. Das neue Forum hat sich selber erschossen. Das ist ähnlich wie heute. Also die große Organisation, damals das neue Forum, hat kein Ziel gehabt. Es wollte mit der Regierung reden. Und natürlich kannst du mit der Regierung reden, so lange wie du willst. Ja. Das interessiert niemanden. Wir haben damals im November, Anfang November 89, uns versammelt alle. Das neue Forum waren damals 100 Führungspersonen. Ich denke, bei Querdenken wird es gleich sein. Und wir haben damals unterschiedliche Ansichten gehabt, das ist klar. Es gab Teile, die wollten politische Macht übernehmen. Zwangsweise auch, ja, egal wie, aber Macht an uns. Wir wollten nicht alle Macht, aber einen gehörigen Teil der Macht. Und das wurde natürlich verhindert von denen, die bereits geschult waren. Das weiß ich erst später, habe ich erst später erfahren. Ich hatte damals noch freundschaftliche Gefühle für Bärbel Böhlei und Jens Reich. Heute weiß ich, dass sie uns einfach überfahren haben. Und sie haben durchgesetzt, dass wir eben nur quasseln wollen. Runde Tische. Ein bisschen mal so unsere Meinung sagen. Ja. Ich meine, das Ganze war ja fertig geplant. Wir hätten nichts ändern können. Ja, aber Russland hat uns verraten. Aber dazu kommen wir gleich. Aber die Strategie, ja, man macht runde Tische, man redet, damit ist der Tag auch um. Dazu gehört ja dann auch, dass wenn also Meinungen gehört werden, dass die Vertreter dieser Meinungen ja auch berücksichtigt werden wollen in dieser Position. Das heißt, es ist die optimale Voraussetzung für eine Diversifizierung des Vorgangs. Das heißt, es entsteht keine Richtung, viel geredet und andere konnten handeln und die sind dann eben zu einem Ergebnis gekommen. Es werden mit der Leute, viele Leute der Regierung reden, und das spielt keine Rolle, weil der Plan wird abgearbeitet.
unabhängig von dem, was du redest. Ja, nehmen wir erstmal uns die Bemerkung, der Russe hat uns verraten. Ich habe allerdings auch in einem Kommentar letztens hier nochmal betont, mit den Pauschalisierungen muss man halt vorsichtig sein, weil man immer nicht weiß, wer genau gemeint ist. Da müssen wir schon konkret bleiben. Ja, das ist die Schwierigkeit. Wenn man sagt, 89, der Russe, ist das Gorbatschow. Ja, das ist immer die führende Person spielt die maßgebende Rolle. Auch hier Merkel. Und später die Annalena. Das ist die Baerbock. Ja, die mit den 75% oder sogar zwei Drittel. Also ja. Solche Leute führen und werden weiterführen. Es sei denn, das neue Forum, Bindestrich Querdenker, denkt tatsächlich mal längs und denkt über Macht nach. Bleiben wir noch mal beim Russen, um das wirklich abzuarbeiten als Punkt. Gorbatschow, die Zielstellung war? Gorbatschow ist ein infiltrierter Mann gewesen als MI6 wieder. Ja. England spielt immer eine große Rolle. Genau wie Bärbel Böhlein. Und Gorbatschow hat uns einfach verkauft. Für ein paar Milliarden Mark. Die Situation in Russland war aber vorbereitet. Er brauchte Geld. Ja, die Leute hatten Hunger. Und zuerst müssen ja die Funktionäre ordentlich essen, Kühlschrank voll haben, notfalls Kühlschrank kaufen. Und wenn da was übrig bleibt, kriegt das noch die Frau mit dem Kind, die da auf Essen wartet. Es war damals eine Essenssituation. Kinder wurden nur noch unter 1, also 0,8, glaube ich, geboren. Ja. Irrsinn, ein Land geht ein in so einer Situation. Und das hat man mit diesem Elend, hat man dann Jelzin reingebracht. Auch einer der kompetentesten Alles nur Führer, die man finden konnte. Ja. Nur Spielfiguren. Ja. Und hat dann dem Volk ein bisschen was kurzes Zeit zu essen gegeben. Aber alles abgeräumt, was im Lande vorhanden ist. Und so ist ja in der DDR auch vonstatten gegangen. Die geopolitische Aufgabe war, diese Teilung, diesen eisernen Vorhang zu beseitigen für die Agenda des einigen Europas, was wir heute als Zielstellung sichtbar sehen, dass also schon vor einer Generation dann in der Umsetzung, das heißt mindestens noch eine Generation vorher in der Planung, eigentlich zwei, so läuft das da und für die Leute wird bloß immer sichtbar. Plötzlich kam da jemand, der was wollte und ich sage das unter der Maßgabe, dass damit irgendwie auch sichtbar wurde. Deswegen wird es auch von der BRD so gerne dargestellt, wie die Leute so schön um den Ring und es gibt Museen, da kannst du kostenlos reingehen und alles anschauen. Ja, wenn keiner das wirklich gewollt hätte, der tatsächlich Macht in der Tasche hat, dann hätte es dann eben auch so nicht stattgefunden. Gut, also das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Kommt es zu einer Organisation der Massendemonstration oder nicht? Ja? Wenn es nicht zur Organisation kommt und zur Machtübernahme, dann spielt die Querdenken-Gemeinschaft natürlich eine Riesenrolle bei dem Umkippen des Systems. Aber am nächsten Tag ist ein anderes, fertiges System da. So war es auch 89. Ja. Es hat nur ungefähr 6 Wochen Kraft gegeben innerhalb der Gemeinschaft. Neues Forum, Bindestrich heute Querdenken. Und die Leute wurden dann gezielt gespalten in ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das und das. Und dann wurden alle zu Parteien herangebildet. Irrsinn, wie das zustande kommt, ich kann das halt nicht erklären. Ich habe es nicht verstanden, was da alles passiert ist. Die Parteien wurden dann stückchenweise zusortiert. Und nachdem die erste Wahl vorbei war, waren die alle weg. Nur noch die alten
Parteien der alten Führung. Das heißt, was an relevanten Kräften zahlenmäßig ja, vorhanden war, wurde, wenn es eben groß genug und damit gefährlich war, aufgespaltet, entweder Unfrieden reingebracht oder ein paar führungsaffine Köpfe, die sich dann gegenseitig und so weiter und so fort. Was jetzt ja schon läuft, sind die vielen Parteigründungen. Manche machen das ja zum sagen wir, Schutz und zur Etablierung, dass man sich jetzt in diesen Zeiten treffen kann und so weiter. Aber es gibt ja auch jede Menge, die versuchen jetzt mit ihrer kleinen Partei gegen die Großen tatsächlich was zu bewegen. Im System. Ja, und mit diesen vielen Splittergruppen, wie auch immer man sie organisatorisch nennen sollte, hat man dann also Schritt für Schritt aufgeräumt, indem man das mehr oder weniger dann in bestimmten Bereichen zusammengefasst hat. Ja, alle, die zusammengefasst wurden, haben sich gefreut, weil sie ja dadurch angeblich stärker geworden sind. Aber eigentlich führte das nur noch in eine Eingliederung in die ohnehin existierenden Strukturen. Und so mancher hat sich dann also freudvoll in der CDU wiedergefunden, der vorher vielleicht was ganz anderes vertreten hat. Aber es war gemacht. Und dann haben wir das Ergebnis, was wir heute rückwirkend betrachten können. Das Ziel des Tiefstaates ist ja nicht die parteiinterne Geschichte, das ist denen völlig wurscht. Das Einzige, was sie beachten immer, ist, dass niemand, der nicht gebrieft ist, Funktionär einer Partei werden kann, also Kreisvorsitzender. Kannst du das doch nicht irgendjemandem geben, der eventuell dann nicht das macht, was er soll. Das ist aber, das funktioniert perfekt. Und aus dem Grund ist das System dieser Okkupationsverwaltung nicht zu ändern. Weil die Parteien der Fehler sind. Das Volk denkt, es sind verschiedene Abteilungen, wie in den Kirchen, was ich vorhin erzählt habe. Es ist aber eine Partei. Und es ist eine Führung. Und wenn irgendwas gewünscht wird, treffen sich drei Mann und dann sagt Merkel, ja, der Chef hat gesagt, wir sollen mal das und das machen. Okay. Um das nochmal als Bild aufzumachen, was als Szenario kommen könnte, ist nur mal eine Hypothese aufgestellt. Ja? Es gibt ausreichend Unruhe bis zu dem Punkt, wie damals Chemnitz, ja, wo vorneweg gesagt wurde, bestimmten Leuten im Land reden wir keinesfalls. Ja? Das machen wir nicht. Und dann waren so viele wütende Leute unterwegs, dass man gesagt hat, wir müssen reden. Ja? Da war auch hier unser erfolgreicher Mirebu, dann der zuverlässigste in Sachsen, den wir haben, zugunsten der Bevölkerung, war dann plötzlich bereit zu sprechen. Neues Forum, wir möchten runde Tische. Ich sage das nur aus einem ganz bestimmten Grund. Erkenne die Wirkprinzipien. Ausreichend Leute haben gesagt, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Und das war so ausgesprochen, dass es glaubhaft erschien, und zwar in der Konsequenz, in der es gemeint war. Und plötzlich sagten also die Beauftragten, dann reden wir jetzt. Alle haben sich am Tisch gesetzt, es wurde sich furchtbar aufgeregt. Es hat sich was geändert? Nichts. Alle sind wieder nach Hause gegangen und es ging so weiter wie vorher. Und der Mirebu hat seine Aufgabe erfüllt und alle, die dazugehört haben, die Leute unter Kontrolle zu halten, damit der Fahrplan jeden Tag weitergehen kann. Prinzip erkannt? Ich hoffe ja. Wo war denn jetzt letztens eine Demo, die sich durchgesetzt hatte? Die haben dann mit dem Minister gesprochen, mit der Regierung gesprochen. Das kann jeder selber gucken. Also es geschieht schon weltweit, die Änderung. Also Querdenken würde ich empfehlen, macht euch mal nicht so Gedanken um den Kokolores. Das ist ein Werkzeug für die Macht, aber auch für uns. Ja. Weil das ist einfach zu viel. Das kann man dem Volk nicht verkaufen. Auf die Schnelle. Ja. Und dahinter kommt ja dann Klima. Es wird nie enden. Great Reset ist das Ziel. Das hatte ich auch vorgestern, hatten wir ein Gespräch gehabt, hatte ich das nochmal auf den Tisch gelegt. Natürlich können wir als Bevölkerung, das ist gewollt, ja, kämpfen gegen dieses Problem, das mit dem großen C. Wir wissen schon, was als nächstes kommt. Ja. Diese tödliche CO2-Geschichte. Und ganz viele andere Sachen auch. Smart City ist in Planung, der gläserne Patient ohnehin. ID 2020, Aufgabe
sämtlicher Möglichkeiten, durch, sag ich mal, autark und autonom durchs Land zu reisen, all das, was habe ich gehört, alle 3 Jahre darfst du dann mal fliegen, ja? Damit, wahrscheinlich mit Bezugsschein. Ja, so, das alles sind die Probleme, bei denen quasi gewünscht ist, dass die Bevölkerung für und gegen und dann generell eben kämpfen. Wo doch aber die Frage viel wichtiger ist, wer macht uns diese Probleme und wozu wird es gebraucht, was ist das Ziel, wer hat den Nutzen? Und diese Fragen gilt es vielmehr in den Vordergrund zu stellen für die Bevölkerung, denn diese Antworten sind Teil der tatsächlichen Lösung, als jetzt gegen das einem absichtlich vorgesetzte Problem erwartungsgemäß vorzugehen. Für allen Widerstand, den wir hier haben, ist völlig bedeutungslos, ob Sie gegen irgendwas kämpfen. Sie müssen um die Macht kämpfen, denn nur die Macht kann etwas verändern. Und nur eine neue Macht kann dem Volk die Souveränität zurückgeben. Das alles ist so einfach. Nur die Schwierigkeit, die Menschen in eine Richtung zu kriegen, das hast du ja gesehen, Antifa demonstriert, ein bisschen eine Hälfte gegen die Maßnahmen, die Hälfte gegen etwas, was völlig illusorisch ist, ja, Imperialismus. Und das funktioniert mit oder ohne Antifa, immer. Ja. Was die Großen wollen, machen die. Wir müssen zusammenfinden zu einem Ziel und dann anschließend streiten. Dann kann man ja Mehrheiten innerhalb seiner eigenen Leute suchen. Möchtest du das? Möchtest du das? Aber einfach nur Demo ohne Ziel bringt nichts. Außer der Veränderung. Die kommt auf jeden Fall. Das ist ja ein Punkt, der zumindest auch für uns durch unsere Arbeit ja sichtbar ist, dass bereits jetzt und auch nicht erst seit heute bereits Kräfte bereitstehen, die mit ausreichend Macht und Geld ausgestattet sind, die insofern sich irgendeine Machtveränderung ergeben würde aus der Agenda heraus, die da weißt du hier, da Baerbock dass bereits jetzt Kräfte warten, falls es sich die Gelegenheit ergebe, selbst in diese Lücke hineinzustoßen, um dieses Land, ja, oder den begehrten Zentralstaat erneut jetzt unter eigener Machtergreifung prinzipiell aber genauso zu leiten. Und dann wundert sich der kleine Mann und die kleine Frau ja dann wieder, also spätestens 20 Jahre später, ja, dass man dann wieder irgendjemanden vorne hat, wo es nicht so gelaufen ist, wie man sich das gedacht hat. Das geht schneller, die haben alle keine Zeit mehr. Ich wollte vorsichtig sein. Das Wichtige ist, dass diese Veränderung aus energetischen Gründen, es ist zu viel Wut in der Bevölkerung. Also es wird eine Änderung kommen über Machtfragen oder über Demonstrationsfragen oder über das Militär, wenn es nicht mehr zugucken kann, wie der Staat in den Dreck gefahren wird. Das alles ist wichtig. Wir brauchen aber ein Nachdenken über die Personen, die später mal führen sollen. Es gibt ja Widerstandsgruppen schon länger, mindestens 10 Reichskanzler kenne ich, die sich selber anbieten. Ja, da ist der eine oder andere auch sehr ambitioniert. Ja. Wichtig ist, die Eignung ist völlig egal. Innerhalb der Gruppen, die echten Widerstand leisten, bekannt ist, was machen wir morgen, wenn es kippt. Und kippen wird es. Die Querdenker haben schon mal, glaube ich, 1 Million oder so in Berlin gehabt. Im August vor das Jahr. Wenn heute mit 1 Million Leuten ein Ziel verfolgt ist, wird, dann hat es begonnen, das neue System. Es sei denn, man macht einen runden Tisch. So viel also zu den Wirkprinzipien. Viele hätten das ja ohne Zweifel ganz hervorragend gefunden, dass wenn so viele Leute protestieren, dass man mal einen Tisch macht, wo alle was sagen können und auch gehört werden wollen. Ich kenne das noch früher, wir hatten mal zu dem Thema, was hier in dem Land so los ist und zu den rechtlichen Situationen mal so eine Art Stammtisch gehabt. Da kamen dann Leute, die wollten über Ernährung reden oder andere Sachen.
Das wurde ja, das ja, nein, es ging da um den Punkt, da war ganz klar gesagt, das findet hier nicht statt, denn es gibt eine Richtung, es gibt ein Thema, um was es hier geht und Ende. Und diese Verteilung bedeutet, dass der, der das in Übersicht und im Griff hat, dass der ideale Voraussetzung hat, es genau dorthin zu steuern, wo es hinhaben will, während die, die am Tisch sitzen, nur dieses Bild haben von den anderen, wo man mal diskutiert, es braucht eine Richtung, es braucht ein Ziel und es braucht Kenntnis, wie dieser Steuerungskram, das ist die größte Schwierigkeit, prinzipiell funktioniert, das in die Köpfe zu kriegen, weil alles, was wir an Theater sehen, ist so perfekt gemacht. Da musst du in Vierecken denken, damit du rauskriegst, was sie wollen. Die sind mit klugen Leuten in ihren Denkfabriken so gut bestückt, dass du in normalen Vorgehensweisen, also in normalen Zeiten, würdest du das nicht mitkriegen, was sie wollen. Wir haben ja über 40 Jahre oder 70 Jahre nicht mitgekriegt, wo die mit ihrer Unmoral und Gender und den ganzen Mist hinkommen wollen. Und jetzt Great Reset, das hättest du früher gar nicht erfahren. Das wird da einfach klein, stick, stick, stick. Im Streit der Parteien, ja, um den besten Weg, kommt dann der allerschlechteste Weg. Und so ein kleines Stück. Und dann wieder ein kleines Stück. Aber jetzt springt das in solche Extreme. Du kommst aus einem Land, wo vermögend die Masse der Bevölkerung war. War, müssen wir sagen, war. Und man sagt ihnen, Great Reset. Ja, aber im Mainstream kommt das nicht, in ihrem Fernsehen. Ne? Spannend ist aber, dass das mittlerweile, also dass die Worte Schwabs Einzug gehalten haben in die Papiere irgendwelcher Ministerien, ich weiß jetzt nicht genau welches, aber ich habe ein Papier gesehen, wo uns erklärt worden ist, dass das eigentlich vielleicht ganz toll ist, wenn man kein Eigentum mehr besitzt. Ja? Also es stand im Prinzip das, was das Weltwirtschaftsforum rausgibt oder rausgegeben hat, das ist ja nun nicht auch erst seit gestern da, das stand jetzt bereits schon in den Unterlagen eines Ministeriums dieser Verwaltung zu unseren Gunsten. Ich sage, wo kommt dazu eine basisdemokratische Formung her, die das doch irgendwie anstoßen möchte? Das gibt's gar nicht, sondern es kommt daher und den Menschen wird über, naja, die Propagandamaschine halt erklärt, das ist das, was ihr wollt, ihr müsst jetzt klatschen und dann haben wir es auch schon hinter uns. Das sind aber Programme des Vatikan, wo die Führung nicht mehr da ist. Diese Great Reset-Geschichte hat ja auch zum Inhalt. Also wenn du bedürftig bist, kannst du dir das nehmen. Ja, das hat man in Südafrika als Staatspolitik eine ganze Weile durchgehalten. Das bedeutet, dass das BGB dann ausgebeutet ist. Du kannst das nehmen. Diejenigen, die die Macht haben, dort kannst du nichts nehmen, weil der Polizei, Privatpolizei vor der Tür steht. Das alles ist so perfekt eingefädelt. Ich hoffe, die Deutschen verstehen das, was das System mit ihnen vorhat. Ich kann aber niemanden zwingen, in Selbstverantwortung zu gehen. Das muss schon jeder für sich tun. Deswegen empfehlen wir gerne nochmal, das Denkwerk sich anzuschauen. 821, die drei Zukunftsoptionen Entschuldigung, Deutschlands. Und sich dann darüber Gedanken zu machen, was für, meine Güte, was für Optionen stehen jetzt zur Verfügung in diesem offensichtlichen Umbruch, in eine Veränderung hinein? Wer hat welche Optionen? Wenn man das nämlich weiß, dann kann man ja auch sehen, wenn von irgendwo irgendwas umbricht, wer es ist als Kraft, die dahinter steht. Man ist vorbereitet, kann reagieren, als wenn man das Problem gar nicht kennt, was da kommt, dann sieht man es ja möglicherweise gar nicht. Ich denke, man sollte aufhören, über Personen der Vergangenheit zu reden. Du kannst heute nicht nachvollziehen, was vor 150 Jahren in den Räumen gesprochen wurde. Du siehst die Ergebnisse. Und wir hatten eine wunderbare Familie, die uns überhaupt erst mal als Deutsche zusammengehalten hat. Wir wären schon lange weg ohne Hohenzollern. Und das die Kommentare wieder. Und das Entscheidende, Bismarck, ein sehr kluger Mann. Und seine
wichtigste Aussage in meinen Augen ist die Verbindung mit Russland. Weil das ist, glaube ich, in den deutschen Köpfen noch drin. Sie wissen, dass sobald die Russen und die Deutschen Freunde sind, alles in der Welt gemütlich vor sich geht. Weil dann kann niemand mehr stänkern. Auch der MI6 nicht mehr. Der klimmert sich ja jetzt neuerdings um andere Sachen. Was macht er? Klimakontrolle. Also, Sie haben in England wahrscheinlich begriffen, dass Sie keine Weltmacht mehr sind. Gut, aber wir als Bevölkerung müssen schon noch ein bisschen was machen. Am besten mehrfach schauen, am besten sich mit all denen unterhalten, die man in seinem Umfeld hat, die sich auch dazu Gedanken machen. Es ist wichtig, dazu ein Verständnis zu entwickeln, denn es werden Veränderungen kommen. Und wenn man sich die Augen reibt, nachdem es ganz schnell passiert ist, irgendwie, dann ist es eventuell nicht so gut gelaufen. Zu spät. Wenn du nicht dabei bist, machen es die anderen. Es gibt genug Leute, die in den alten angloamerikanischen Denkweisen sind. Also meine, ich muss verdienen und Geld. Und das wird enden. Es wird kein Geld mehr geben für Abgeordnete. Außer ihre Kosten kriegen sie erstattet. Das wird auch kein amtliches Parlament mehr geben, ja, wo jeden Tag die Leute über irgendwelchen Unsinn quaken und Hefte lesen müssen. Und das ist so lächerlich, was in dem Bundestag stattfindet. Ich habe dazu eine schlaue Zeile gelesen, die jemand ins Internet gestellt hatte, die hieß, es wird Zeit, dass wir wieder dahin kommen, dass bestimmte Leute nicht von der Politik, sondern für die Politik leben. Ja. Das ist der entscheidende Punkt dabei, dann verändert sich auch vieles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne weitertragen. Und ich denke, wir werden dieses Thema noch öfter und in anderer Form beleuchten, weil es eines der wichtigsten und zentralen Themen ist, die wir wahrscheinlich in diesem Jahr in der Praxis erleben werden. Das sind wichtige Monate jetzt. Die ganze Welt endet Corona. Sogar New York, ja? Ja. Der Bolschewist unter den Bolschewisten. Hier haben wir Gott sei Dank die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Komplette Auflösung. Hier sind wir sicher. Irre, was hier stattfindet. Bis zum nächsten Mal.